Morgen, heute Tag 3 für uns auf dem Radweg München-Venedig. Wir sind heute bei Zeiten aufgestanden, um genug Zeitpuffer zu haben, um die vorerst anstrengendste Etappe auf der Tour zu bewältigen. Und wir lassen uns aber natürlich trotzdem nicht nehmen, ja, heute mit schon gestern besorgten Brötchen entspannt in den Tag zu starten. So, wir starten kurz nach 8 Uhr heute schon, haben uns ein bisschen beeilt, sind auch ein bisschen früher aufgestanden und ja, machen uns jetzt auf unsere erste richtige Bergetappe. Also wie gesagt, jetzt noch 10 Kilometer bis Innsbruck und dann steil bergauf zum Brenner, 900 Höhenmeter ungefähr, und danach werden wir wahrscheinlich auch, weil das denke ich doch seine Zeit brauchen wird, den ersten Zeltplatz in Italien dann direkt ansteuern. Der wäre dann in Sterzing. Das wären für heute insgesamt dann ungefähr 60 Kilometer. Ja, das ist erstmal der Plan und wir fahren jetzt los und versuchen das in die Tat umzusetzen. Wir fahren hier voll durch ein Gewerbegebiet. Das ist gerade wieder ein bisschen anstrengend. Extrem viel Straßenverkehr, die Radwege ständig entweder blockiert mit LKWs oder offenen Türen oder dann solche Poller, wo man überhaupt nicht durchpasst mit Taschen. Das hier ist laut Karte das olympische Dorf. Wir reichen jetzt Innsbruck hier. Wir kommen über diese Brücke, über den Inn jetzt ins Zentrum. Und ja, der Radweg führt auch mitten durch. Also sicher gibt es jetzt gleich nochmal ein paar schöne Impressionen von der schönen Altstadt von Innsbruck. Ich war auch schon mal hier. Mal ein Tag zum Besichtigen der Stadt, ist sehr sehenswert. Geht also mitten rein ins Zentrum von Innsbruck. Hier ist wieder viel Lieferverkehr gerade um die Uhrzeit. Aber dafür noch wenig Touristen und wir haben Gelegenheit, das berühmte goldene Dach in aller Ruhe uns anzugucken. Und der nächste Lieferwagen. Ah, der will woanders hin. Okay. Ja, also das goldene Dach ist jetzt hier direkt vor uns. Ich mache gleich nochmal eine schönere Aufnahme mit der Sonneneinstrahlung. Die Radwegbeschilderung hier in Innsbruck ist nicht vorhanden. Also gibt überhaupt gar kein Fahrradschild ohne Karte und GPS. Ja, kommt man sich ja auch irgendwie durch die Stadt, aber findet nicht den Radweg München-Venedig. Der ist hier nämlich nicht ausgewiesen. Ja, wir lassen jetzt die Stadt langsam hinter uns. Und ja, das heißt für uns gleich geht's bergan. Aber der Markus hat uns heute früh noch mal Mut gemacht. Er meinte, wenn man ein bisschen im Training ist, und das sind wir ja, und das nicht zum ersten Mal machen, dann kommt man da auch hoch. Wird schon passen. Erste Steigung heute. Naja, spätestens jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt wird's spannend. So anstrengend.
Also man sieht, ein bisschen was haben wir schon geschafft. Aber ja, ein bisschen was kommt auch noch. Bisher ist aber okay. Es ist schon mega anstrengend, aber man kann es auf jeden Fall fahren. Also ist jetzt nicht so, dass man hier im Straßenverkehr schieben müsste oder so. Das war so mein absoluter Albtraum. Aber Verkehr ist trotzdem viel und die fahren auch wirklich, naja, ich sag jetzt mal nicht unbedingt fahrradrücksichtsvoll. Wenn die kommen, dann fahren sie halt vorbei. Und wenn Platz ist, dann halten sie Abstand. Wenn nicht, naja, dann halt nicht. Musst halt gucken. Naja. Da drüben kann man die Brenner-Autobahn sehen. Vor allem eine dicke Schlange LKW. Also dank der Blockabfertigung sind wir vielleicht trotzdem schneller über den Brenner als so mancher LKW-Fahrer. Da möchte ich jetzt nicht dran sitzen im Stau in so einer Hütte. Das ist unsere Straße hier. Kurze Verschnaufpause. Wir erreichen Will, den ersten Ort jetzt hier. Waren jetzt 11% Steigung immerhin. Ein Stück Radweg, wie schön. Hatten wir schon eine Weile nicht mehr. Das war die härteste Steigung bis jetzt gerade. Zwischen Igels und Patsch. Zum Glück auf einem Radweg. Hat also keine Autofahrer gestört, dass wir so rumgetreten sind da. Das war grenzwertig, kurz vorm Schieben. Oh je. Ja, ich sehe schon, es geht noch weiter hoch. Puh, aber schöne Wege. Also wirklich, wirklich schön hier. Das muss man wirklich sagen. Wir haben 20 Kilometer heute hinter uns. Und jetzt hier kurz vor Patsch eine schattige Bank entdeckt. Da werden wir jetzt auf jeden Fall nochmal rasten. Das war ja schon ungefähr jetzt fast ein Drittel. Ja, oder vielleicht sogar ungefähr ein Drittel von unserer Tagesetappe. Und wir haben gerade mal ins Höhenprofil geschaut. Also wir haben naja, fast schon die Hälfte der Anstiege hinter uns. Es geht jetzt erstmal so ein bisschen naja, auf und ab gerade hin. Aber halt auch immer mal wieder runter. Und dann kommen nochmal so 400 Höhenmeter am Stück. Das waren jetzt ungefähr 450. Und nachher kommen nochmal so 400 bis auf den Brenner hoch. Naja. Aber es war ja irgendwie zu machen. Und vom Höhenprofil war das jetzt das steilste Stück. Also es wird jetzt, was an Steigungen kommt, tendenziell eher so ein bisschen mehr gerade hin. Zumindest von der Tendenz. Kann natürlich trotzdem sein, dass jetzt so zwischen diesen kleinen Orten geht jetzt wie gesagt immer so ein bisschen hoch und runter. Dass da jetzt auch mal noch eine kräftige dabei ist. Wir werden sehen. Aber wir sind jetzt schon auf über 1000 und Innsbruck war auf 600 oder so. Hier sehen wir jetzt die Europabrücke. Immer noch dichter Verkehr und Baustelle, wie auch schon vor 3 Wochen. Aber diesmal aus einem völlig anderen Blickwinkel. Ich habe sie schon von unten gesehen, von der Brennerstraße. Ich habe sie schon von der Autobahnebene aus gesehen und jetzt auch nochmal von oben. Sehr schön. Super Blick hier drüben ins Stubaital. Und hier nach links, da geht der Brenner dann weiter. Und wir kommen erstmal nach Patsch. Ja, also hier in Patsch endet jetzt so der erste schlimme Anstieg. Also auch wenn man hier auf diesem Weg über Patsch und so weiter vielleicht ein paar zusätzliche Höhenmeter macht, weil es ja jetzt gleich immer noch mal auf und ab gehen soll, es lohnt sich glaube ich schon im Vergleich jetzt zur Brennerstraße. Weil man hier einfach diese fantastischen Aussichten auf die Autobahn und ins Tal hat. Also ich muss sagen,
trotz des Auf und Abs, oder vielleicht auch gerade deswegen, weil man immer mal wieder eine Abfahrt hat, es macht einfach gerade Spaß, hier mit der Kulisse Fahrrad zu fahren, bei so einem schönen Wetter. Passt gerade einfach. So, wir stehen in Pfons. Wir haben gerade mal die Karte noch mal gecheckt. 20 Kilometer noch bis zum Brennerpass ungefähr. Und ja, jetzt noch ein kleines Stück runter. Wir kommen jetzt gleich nach Matrei und Steinach. Da müssen wir dann auch auf die Brennerstraße wechseln. Also da wird dann leider wieder das Verkehrsaufkommen zunehmen. Allerdings sind die Steigungen da auch relativ moderat dennoch. Also ich denke, dass wir das dann schon ganz gut schaffen, auf den Brenner hochzukommen in, naja, vielleicht 2 Stunden. Wir haben ja Zeit, ist ja wirklich völlig egal. Ansonsten, was wollte ich noch sagen? Genau, wir haben leichten Rückenwind, also das kommt uns heute auch zugute. Der Wind weht den Brenner hoch sozusagen. Das merkt man manchmal schon, dass das ein bisschen hilft. Wir kommen jetzt nach Matrei, beziehungsweise erstmal Mühlbachel hier. Sehr, sehr schön. Kleine Örtchen mit kleinen Kirchen und wunderschöner Bach hier, der wieder eine herrliche Farbe hat, wie so oft. Sehr schön. Gab jetzt gerade noch mal eine mächtige Abfahrt. Ich glaube, tiefer als jetzt geht es heute nicht. Nochmal, also jetzt geht es weiter, ziemlich stetig bergauf. So, gleich ist es soweit. Wir sind in Steinach. Das heißt, hier biegen wir jetzt gleich für die letzten 10-12 Kilometer auf die Brennerstraße ein. Ja, und hier stehen wir jetzt in Steinach mittendrin an der B182, also der Brennerstraße, der alten Brennerstraße. Und ja. Da geht es jetzt weiter für uns. Gerade geht es mit dem Verkehr, hoffentlich bleibt es so. Momentan passt alles. Also mit dem Rückenwind kommt man so mit 10 km/h ungefähr hoch. Verkehr ist nicht zu dramatisch. Es war heute Morgen viel schlimmer. Passt. Aber wir haben auch noch ein ganzes Stück vor uns. Hier ist jetzt kurz hinter Gries am Brenner ein kleines Kirchlein. An der Lüg nennt sich das irgendwie.
Da haben wir früher mit dem mit meinen Großeltern auf vielen Italienreisen oft gerastet, wenn wir mit dem Auto hier vorbeigekommen sind. Aber der Zugang ist gesperrt, weil sich hier wohl ein Felssturz ereignet hat. Und ja, deshalb darf der Bereich hier um diese drei Wohnhäuser und die Kirche nicht mehr betreten werden. Schade. So, wir haben es geschafft, 1400 Meter Brenner Pass, wir sind oben. Jetzt dürfte auch jeden Moment hier die Grenze zu Italien kommen. Hier war gerade noch ein österreichisches Ortseingangsschild zur Ortschaft Brenner, aber ja, dann erreichen wir das dritte Land unserer Tour. Ja, hier nochmal der Beweis, Brenner. Jetzt geht's nur noch bergab, was gut für uns ist heute. So, italienische Grenze, auch abgehakt. Christian ist hier mal direkt einkaufen, in der Shopping Mall am Brenner Pass. Einkauf ist erledigt. Wir haben noch ungefähr 20 Kilometer bis Sterzing, wo der nächste Zeltplatz sein soll. Und in erster Linie sind wir jetzt aber auf der Suche nach noch bei einem Pausenpunkt, weil wir jetzt schon wieder seit, keine Ahnung, drei, vier Stunden nichts gegessen haben. Und ja, einfach Hunger. Wie verrückt. Mal kurz nicht aufgepasst und schon den Abzweig zum Radweg übersehen. Genau, die italienische Seite hat nämlich den großen Vorteil, dass es hier einen Radweg jetzt gibt. Nachdem wir auf der österreichischen Seite im Straßenverkehr gefahren sind. Schon wieder vorbei mit Radweg. Gesperrt. Also wieder auf die Straße. Wenn das hier keinen Spaß macht, weiß ich auch nicht. Ja, fährt fast von alleine, meistens bergab, also eigentlich schon immer bergab, meistens muss man nicht treten. Super gut, toll ausgebauter Radweg, fantastische Kulisse. Also eine super Belohnung für den Tag heute, für die Anstrengungen. Sei mir aber erschrocken. Nur eine Hand hier am Lenker oder rennt die Ziege vors Fahrrad. Fast. Ja, immerhin. Ja, so hätte ich es gar nicht gesehen mit Sonnenbrille. So, wir rasten jetzt hier nochmal an diesem Häuschen, wo zwei Stühle davor stehen. Offenbar hat diese Hütte irgendwas mit der Bahnstrecke zu tun, so wie jetzt hier der Radweg verläuft. Das ist nämlich eine alte Bahntrasse. Deshalb hier auch ein Tunnel, der ist nicht extra für den Radweg gebaut worden. Macht aber natürlich riesen Spaß, da jetzt durchzusausen. An dem Häuschen haben wir gerade entdeckt, ist noch eine Notiz dran. Ich weiß nicht, ob es authentisch ist, aber wäre ja denkbar. 1999 hat da scheinbar der letzte, vielleicht Bahnmitarbeiter, vermerkt, wann hier sein Dienstende war und sich verewigt. Ja, interessant.
Soll ich einen Atem? Nee. Schmeckt aber wie eins. So. Nun, wir haben hier ganz erstklassige Aprikosen aus dem M-Preis am Brenner. Ja, und die lassen wir uns jetzt hier schmecken und genießen eine bemerkenswerte Aussicht auf Autobahn und Landstraße. Ja, und weiter geht's zum Endspurt nach Sterzing. Es ist schon 16.30 Uhr unterdessen, aber ich meine, wir haben ja den Einkauf schon erledigt. Der Zeltplatz hat bis 19 Uhr offen, es geht nur noch bergab. Und es sind keine 20 Kilometer mehr, 15 vielleicht. Ich denke, das passt alles heute. Sonst sind wir meistens schon ein bisschen eher da, aber kriegen wir alles hin. Die Bahnstrecke ist mittlerweile, also die alte Bahntrasse haben wir mittlerweile verlassen. Hier ist jetzt auch wieder die neue, also das Stück, was sozusagen ersetzt wurde, ist jetzt vorbei. Genau, und wir fahren aber weiterhin auf exzellent ausgebauten Radwegen. Also ja, da macht auch die rasante Abfahrt wirklich Spaß, weil man nicht Angst hat, dass man sich auf dem Schotter verbremst wie gestern. Erstklassig. Absolut erstklassig. Idiotensicher beschildert, exzellent ausgebaut. Bin gerade richtig gerührt. So wird man als Radfahrer nicht immer empfangen. Geht es noch mal mitten durch die Innenstadt. Sehr hübsch. Radfahren wäre auch erlaubt, aber man muss sehr vorsichtig sein. Es sind viele Leute unterwegs. Da steigt heute scheinbar noch irgendein Event. Hier werden überall Freisitze aufgebaut am Platz vor uns. War irgendwie eine Band schon vorbereitet. Also wir wissen nicht genau, was hier noch los ist. Aber ich fürchte, auch uns wird die Muße fehlen, das noch herauszufinden. Wir werden jetzt hier unseren Zeltplatz suchen. Das sollten noch so 2-3 Kilometer sein. Und dann werden wir da, denke ich, bleiben. Wir verlassen Sterzing quasi und fahren jetzt noch so ein kleines Stückchen ab vom Weg. Also der Radweg haben wir jetzt auch verlassen. Richtung Gassteig. Da soll ein Campingplatz sein. Das dürfte hoffentlich nicht mehr weit sein. Hier drüben kommt scheinbar der leckere Sterzinger Joghurt her. Der darf bei uns an keinem Tirolurlaub fehlen. So, wir stehen jetzt hier auf unserem angestrebten Tagesziel, der Zeltplatz Gilfenklamm in Gassteig bei Sterzing. Ja, 3 Kilometer würde ich schätzen. Wir haben heute bei der Etappe tatsächlich deutlich mehr gemacht, als wir eigentlich uns vorgenommen und geplant hatten. Ich weiß nicht genau, woran das jetzt lag, dass ich mich da quasi bei der Streckenplanung, also von der Distanz, von der Fahrstrecke, einfach so ein bisschen geirrt habe. Wir haben jetzt im Endeffekt eine Etappe von fast 80 Kilometern gehabt. Ich schaue gerade nochmal. 78,2 und 6,5 Stunden dafür gebraucht. War ja auch einiges an Höhenmetern heute mit dabei. Genau. Aber dafür auch fantastische Abfahrten jetzt hier. Also diese Abschnitte in Italien waren bis jetzt für mich das absolute Highlight des Wegs bisher. Ist auch schon 18 Uhr, also etwas später als gestern, aber passt schon. Wir haben dafür schon eingekauft, müssen heute nicht nochmal los. Alles super.
Und ja, es sieht leider etwas nach Regen aus. Es zieht sich ganz schön zu. Deshalb war jetzt meine Priorität auch erstmal das Zelt aufzubauen. Das ist ja so ein bisschen der Nachteil, dass man das schlecht im Regen aufbauen kann, weil das Innenzelt zuerst aufgestellt wird. Aber das passt jetzt und jetzt beginnt der entspannte Teil des Abends. Ja, weil das Wetter immer noch so ein bisschen unstet aussieht, hat auch gerade schon mal ein paar Tropfen gegeben. Und nur ganz kurz, man weiß nicht so richtig, was draus wird. Aber wir haben uns jetzt entschieden, dass wir hier in die Pizzeria gehen. Genau, und uns heute einfach mal bewirten lassen. Ich denke, nach so einer Etappe hat man sich das schon mal verdient. Wir haben noch als Alternative überlegt, ob wir entweder uns selbst was kochen, wie immer, weil wir auch so einen schönen Tisch neben dem Zelt direkt haben, oder ob wir nochmal nach Sterzing reinfahren, weil da ja dieses Volksfest heute war, da hätte man sicher auch irgendwie Essen gekriegt. Aber wir haben uns jetzt einfach für das Bequemste entschieden und ich denke, das haben wir uns auch verdient. Ja, wir haben uns das Essen schmecken lassen gerade hier. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es vor uns gesagt hatte, die Pizzeria bzw. Gaststätte war hier unmittelbar an unserem Zeltplatzeingang. 2 Minuten Weg bis zum Zelt höchstens. Ja, und genau, war sehr lecker. Hat ein bisschen getröpfelt zwischendurch. Wir hätten wahrscheinlich auch kochen können, aber ist egal. Das habe ich so auch noch nicht erlebt. Auf dem Zeltplatz hier gibt es einen Bügelraum mit 2 Bügelbrettern. Er ist auch als solcher von außen beschriftet.